Hallo und herzlich willkommen in der digitalen Schule von morgen. Ich darf Sie mitnehmen auf eine virtuelle Tour durch unsere Schule und Ihnen Lösungen zeigen, wie Sie Schulen unter Office 365 bzw. Microsoft 365 zur Verfügung stehen. Ich werde Anwendungen auf den passenden Endgeräten vorstellen. Ich darf Zusammenhänge im schulischen Umfeld aufzeigen und ich werde demonstrieren, wie mit geeigneten Lösungen die Zusammenarbeit an Schulen gefördert und die Kommunikation vereinfacht wird. Wir wollen Ideen zeigen und Ihnen Anregungen liefern, wie Sie das selber in Ihrer eigenen schulischen Umgebung mit Microsoft 365 bzw. Office 365 umsetzen können. Ich klicke jetzt hier auf Start und wollen uns heute Oder ich darf Ihnen heute die Tour zur zeitgemäßen Schulverwaltung vorstellen. Hier wollen wir zeigen, wie eine zeitgemäße Schulverwaltung durch Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, durch Verarbeitung großer Datenmengen den Alltag einer Schule vereinfachen kann. Wir sehen hier die Übersicht der Tour. Die Tour besteht aus 6 Stationen. Ganz links beginnen wir mit einem Display, auf dem wir die Wahlergebnisse sehen, und die Tour endet ganz rechts auf dem Dashboard einer Schul- oder unserer Schulleiterin. Ich klicke hier auf Start und wir sehen unser Schulgebäude von außen. Im Moment sind wir in der Rolle unserer Schulleiterin, die am Morgen das Schulgebäude betritt. Sie begibt sich in den Eingangsbereich und hier im Eingangsbereich prominent platziert findet sie den ersten Bildschirm, auf dem die Wahlergebnisse angezeigt werden. Zum einen sehen wir hier die Wahlen zur Schülerinnenvertretung mit dem aktuellen Stand. Dieser Stand wird ständig aktualisiert, sobald neue Ergebnisse eintreffen. Deshalb haben wir jetzt hier eine neue Darstellung und jetzt haben wir eine andere Darstellung für die Wahlen der Elternvertretung. Hinter dieser Anzeige steckt ein automatisierter Prozess. Die Wahlergebnisse werden in Microsoft Forms erfasst. Sie werden in Excel abgelegt und in Power BI dann, wie hier zu sehen, auf einem Bildschirm dargestellt. Die Verbindung zwischen den einzelnen Anwendungen wird über Power Apps, wie es in Office 365 verfügbar ist, hergestellt. Und noch eine Anmerkung zur prominenten Platzierung hier im Eingangsbereich. Das haben wir bewusst so gewählt. Wir möchten damit die Schülerinnen und Schüler motivieren, an diesen Wahlen auch teilzunehmen. Die Schulleiterin begibt sich jetzt weiter auf dem Weg in ihr Büro. Sie geht hier diesen Gang entlang. Hinten sehen wir schon die offene Bürotür. Das ist das Büro der Schulleiterin. Sie wird jetzt das Büro betreten, begibt sich an ihren Arbeitsplatz, meldet sich an ihrem System an und erhält direkt in Microsoft Teams eine Übersicht über die für Sie relevanten Daten. Wir sehen eine Temperaturverteilung für die einzelnen Schulbereiche. Wir sehen den Stand der Abstimmung zur Kurswahl in der Oberstufe und wir sehen eine CO2-Verteilung. Zusätzlich sehen wir hier eine Alarmmeldung. Es hat sich eine Lehrkraft krank gemeldet. Das wird auch hier in diesem Dashboard dargestellt und deshalb wechselt die Schulleiterin jetzt direkt in die zugehörige Anwendung, um eine Vertretung zu organisieren. Die Anwendung heißt Genehmigung, steht unter Microsoft Teams zur Verfügung und mit dieser Anwendung kann jetzt sehr bequem in wenigen Schritten eine Vertretungskraft bei der übergeordneten Behörde beantragt werden. Damit ist diese Aufgabe erledigt und sie kann sich ihren weiter anstehenden Aufgaben widmen. Wir
begeben uns weiter auf unserer Tour jetzt raus aus dem Büro der Schulleiterin ins Lehrerzimmer. In der Zwischenzeit hat die Schulleiterin auch Vertretungslehrer an unserer Schule schon eingeladen, kontaktiert, dass sie die Vertretung in der Klasse übernehmen. Und wir sehen hier eine Lehrkraft, die eine solche Information auf ihrem Bildschirm ebenfalls wieder in der Teams-Umgebung erhält. Auch das wird über die Genehmigungs-App realisiert. Hier sehen wir den Hinweis, es gibt eine neue Nachricht. Der Kollege wird gefragt, ob er die Vertretung übernehmen kann. Das macht er gerne. Und über einen Klick auf den entsprechenden Button teilt er innerhalb von Microsoft Teams, innerhalb der Genehmigungsanwendung der Schulleiterin mit, dass er die Vertretung übernimmt und nun bereitet er sich auf den entsprechenden Unterricht vor. Wir begleiten nun unsere Lehrkraft auf dem Weg ins Klassenzimmer. Dazu gehen wir wieder zurück Richtung Eingangsbereich. Hier sehen wir den großen freien Lernbereich, in dem sich Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte auf ihren Unterricht vorbereiten können, gemeinsam Aufgaben erledigen können, im Team zusammen solche Aufgaben abarbeiten können. Links und rechts des Flurs sehen wir weitere freie Lernbereiche, wie sie in unserer Schule eingerichtet wurden. Und hier sehen wir schon die Tür zum Klassenraum. Unsere Lehrkraft wird jetzt direkt von den Schülerinnen und Schülern informiert, dass ein PC nicht startet. Das ist das Szenario hier. Und geht deshalb direkt an den Arbeitsplatzrechner, öffnet die entsprechende Helpdesk-Anwendung, die innerhalb von Microsoft Teams zur Verfügung steht und eröffnet ein Ticket für die IT-Abteilung und in diesem Ticket teilt unsere Lehrkraft das Problem mit. Sie stellt noch die Kategorie entsprechend ein, dass es sich um ein Laptop-PC-Equipment-Problem handelt, dass das Problem hohe Priorität hat und fügt eine kurze Beschreibung hinzu. Über Klick auf Create wird anschließend dieses Ticket dann direkt an die IT-Abteilung innerhalb dieses Helpdesk-Tools übermittelt. Dieses Helpdesk-Tool ist auch wieder mit Power Apps umgesetzt und dieses Tool steht Ihnen als Vorlage in Power Apps, in der Power Apps-Anwendung unter Office 365 zur Verfügung. Sie können also diese Vorlage aktivieren, Sie können sie entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen, ausprobieren und später dann in Ihrer Umgebung, an Ihrer Schule einsetzen, ähnlich wie wir es hier sehen in unserer virtuellen Schule. Unsere Lehrkraft beginnt jetzt mit dem Unterricht und wir bewegen uns weiter innerhalb unserer Tour und verlassen den Klassenraum und wollen in den IT-Raum wechseln. Hier sehen wir schon verschiedene Personen anwesend, Personen, die auf ihre Endgeräte warten. Unser IT-Administrator konfiguriert die Endgeräte und teilt sie dann entsprechend an Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler aus. Das Ganze wird dokumentiert und gehandelt in einer Planner-Umgebung, die ebenfalls in Microsoft Teams hier eingebunden ist. Wir sehen hier den Arbeitsplatz unseres Administrators. Er hat für die Ausgabe des Rechners schon zwei Aufgaben erledigt. Die Einrichtung des Surface Go für die Schülerin Lena hat er ebenfalls abgeschlossen. Und jetzt klickt er auf die Helpdesk-App und wählt sich in diese Helpdesk-Umgebung als lokaler Administrator ein, sieht dort das Ticket, das der Kollege gerade im Klassenraum angelegt hat,
editiert das Ticket, ändert den Status auf in Bearbeitung, weist dieses Ticket sich selber zu und teilt somit allen an System angeschlossenen mit, dass das Ticket von ihm bearbeitet wird, und er gibt hier unten noch eine kurze Nachricht an die Lehrkraft ein. Jetzt klickt er auf Update und damit wird dieses aktualisierte Ticket im System zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir jetzt, was sich hinter diesem ganzen Helpdesk-System verbirgt. Es ist eine Anwendung, die in Power Apps umgesetzt wird. Die entsprechenden Flows werden hier angezeigt. Verschiedene Anwendungen sind miteinander verbunden. Und hier klickt sich unser IT-Administrator durch diese miteinander verbundenen Anwendungen. Er zeigt, was passiert. Hier unten ist ein Switch eingeblendet. Sobald ein Ticket in Bearbeitung ist, das sehen wir jetzt hier, wird eine E-Mail verschickt über Outlook mit einem entsprechenden Betreff. Your ticket is being worked on. Und so sieht die Umsetzung dieses Helpdesk-Systems in Power Apps aus. Wie schon erwähnt, steht dieses Helpdesk-System als Vorlage in Ihrer Office 365-Umgebung in Power Apps zur Verfügung. Sie können es aktivieren und entsprechend an Ihre Bedürfnisse anpassen und später einsetzen. Noch ein Wort zur Ausgabe der PCs. Unser Administrator ist derjenige, der die PCs konfiguriert und bereitstellt, sowohl für Lehrkräfte wie auch für Schülerinnen und Schüler. Und die Bereitstellung von Leihgeräten für sozial schwächere Schüler ist für unsere Schule ein wichtiger Schritt zur Chancengleichheit und wird an zentraler Stelle von der IT-Abteilung wahrgenommen. Damit neigt sich unser Arbeitstag schon dem Ende zu, auch unsere Tour. Wir gehen hier weiter, verlassen den IT-Raum. Es wird schon langsam Abend. Wir sind jetzt wieder in der Rolle der Schulleiterin, die noch einmal durch das Gebäude wandelt, hier den Gang entlang sich bewegt, die freien Lernbereiche sieht. Hier arbeiten noch einzelne Kolleginnen oder Kollegen. Hier landen wir wieder im Eingangsbereich und vorbei am Monitor im Eingangsbereich sehen wir am Ende des kleinen Ganges wieder das Büro unserer Schulleiterin. Wir begeben uns wieder in das Büro und wechseln zum Arbeitsplatzrechner, jetzt zu einem tragbaren Gerät, zu einem Surface Go, mit dem hier die Schulleiterin die abschließenden Informationen einsieht. Wir sehen wieder unser Dashboard. Die Schulleiterin stellt fest, dass hier in der Turnhalle die Temperatur ein bestimmtes Level unterstrichen hat. Entsprechend wird ein Alarm angezeigt und die Schulleiterin wechselt jetzt in das Detail-Dashboard der Turnhalle und wird hier jetzt informiert, dass der Grenzwert, der voreingestellt ist, mit 17 Grad unterschritten wurde, dass automatisch aus dem System heraus eine Nachricht an den Hausmeister, Herrn Krause, verschickt wurde, und dieser Hausmeister hat schon geantwortet und der Schulleiterin mitgeteilt, dass er ein offenes Fenster geschlossen hat. Dieses kleine Problem mit dem offenen Fenster eröffnet Perspektiven. Es zeigt, wie Realtime-Daten genutzt werden können, um den Stromverbrauch zu reduzieren, um Kosten zu senken und damit den CO2-Ausstoß unserer Schule zu reduzieren. Damit ist nicht nur die Schulleiterin am Ende ihres Arbeitstags angelangt, wir sind am Ende unserer Tour angelangt.
Ich darf mich nochmal recht herzlich für Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, viel Spaß beim Einsatz von Office 365 bzw. Microsoft 365.